Mijn broeder eerst maar reinkomen, lokker reinkomen. Ja, dat moet man wissen. Neue Saison, neue Spieler. Heute sind wir zu Luzern mit Mirko Salvi. Und Idriss Wozza. Wir schauen mal, was er schon weiss von der Stadt und vom Club. Wir fangen an mit dem Schiessen, wer den härten Schuss hat. Fangst du an? Ja. Mit welchem Fuß schiessst du? Mit der links. Wieso mit links? Ich bin ein bisschen passe auf mit dem Rest. Aber hast du gleich einen Pumps? Mal schauen. Roberto Carlos. Ja, komm. Hey, wenn ihr gewinnt mit links, dann gibt es Probleme. Bruder, erst mal reinkommen, ja, locker reinkommen. Mal. Ich bin nicht mehr so warm. Ja, schon über 100, hallo? Zweite Challenge geht es darum, dass ihr das Blickhäferli trefft. Drei Schüsse maximal, ich erwarte, dass ihr Minimum einmal trefft. Ist gut? Ist gut. Kein Problem. Okay, probiert's, Jungs. Oi, oi, oi. Ah, streift, oder? Ich habe etwas gehört. Dritte und letzte Challenge. Mirko, weißt du schon ein bisschen Bescheid über Verein und über die Stadt? Ja. Dann bitte jonglieren und wir fangen an. Fangen wir einfach an. Wie heisst der Hausberg von Luzern? Pilatus. Jetzt, das war ein bisschen zu einfach. Ist er eher 2000 Meter hoch oder eher 2500? 2500. Ist nicht ganz richtig. Wie hoch ist er? Das weiss ich leider auch nicht. Wie heisst die berühmte Holzbrücke in Luzern? Kappelbrücke. Ist das richtig? Ja, das muss man wissen. An welchem Tag und wie heißt der Tag fängt Luzerner Fasnacht an? Also ist am Donnerstag, aber der Tag weiß ich nicht mehr ganz genau. Wie heißt der Tag? Mutzige Donnerstag. Jetzt gehen wir noch in sportlich rein. Wieder mal ist der FCL schon Schweizer Meister geworden. Einmal. Das ist richtig. Weil gerne mal. 1989. Er ist das Lexikon. Und jetzt, das wollen wir sicher bald wieder mal werden. Wie viel mal ist der FCL Cup-Sieger geworden? Zweimal. Das ist top, ja, richtig. Ich muss sagen, also du hast dich da schon sehr gut eingelebt. Kannst du mir noch andere Tipps geben, was muss er machen, dass er sich da möglichst schnell einlebt in der Schweiz? Ja, schwer zu sagen. Ich denke, sicher ein bisschen an See, die Stadt geniessen. Luzern ist sehr schön und der Rest wird von allein kommen. Hat dir schon jemand gezeigt von der Mannschaft, wo man am Abend gehen kann, wo man gut essen oder vielleicht mal in den Ausgang gehen zum Beispiel? Ja, also wir haben schon einige Restaurants, wo meine Kollegen mir Tipps gegeben haben. Ja. Du, und jetzt sind wir schon abgelöst im ersten Heimspiel. Da ist irgendwie, das ist noch schief gegangen. Was müsst ihr verbessern? Man muss einfach das nächste Spiel weiter konzentrieren und gut spielen. Die Aktion haben wir gehabt. Wir gehen nach Neuenburg. Und jetzt Vollgas auf tun. Okay, ich danke euch, dass ihr mitgemacht habt. Ich wünsche euch eine geile und erfolgreiche Saison. Wir sehen uns auf unserem nächsten Fußballplatz. Danke, dass ihr dabei seid. Tschüss.